Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Fast the Frontier. So, wo sind wir hängen geblieben? Richtig, hier oben habe ich habe gerade ein bisschen hier durchgeguckt und dann habe ich mir gedacht, Mensch, schau mal, da könnte man doch, theoretisch könnte man doch da nochmal, oder hier so ein Arbeitercamp, ne, hier schick so rein, ne, oder ja, vielleicht sogar so hin. So hin nochmal so ein Arbeitercamp und dann könnte man hier mal ein bisschen Holz machen lassen. Und was wir da natürlich auch machen können, wir könnten hier mal, wo ist es denn? Hier Lager, da ist ein Stapelplatz und diesen Stapelplatz könnten wir jetzt einfach mal, einfach nur weil wir es können, so hin. Geht das da noch? Das geht so nicht mehr. Aber so geht es. Da können wir uns einen Stapelplatz hinklatschen. Und dann können die, wenn die hier oder da oben oder da drüben, wenn die da dann abbauen, ihr Zeug, dann kommt da hoffentlich wieder ein bisschen Dingens rein. Ne? So, da fehlen uns natürlich noch 50. Hier, hast du nicht gesehen? Dieses Heilkundehaus lässt sich nicht verbessern, weil wir keine Backsteine haben. Okay, ich muss das jetzt gerade nicht verstehen. Ich dachte, ich hätte beide angewiesen, aber offensichtlich geht das nur für einen. Aber dann würde ich tatsächlich gerne den nehmen, der etwas zentraler ist. Ich glaube, das ist so an sich weniger ein Problem. So. Hier ist eine Sammlerhütte, die kriegt schon ganz ordentlich hier so mit Eiern und Beeren. Ja, ist jetzt natürlich nicht well. Hallo! Hier. Weiß nicht, warum das jedes Mal wieder darüber muss. Boah, schaut mal, Beeren. Ja, komm hier. Du gehst mal da drüben. Da wurde schon wieder einer von den Beeren angegriffen. Ich weiß nicht, was das... Ist das ein Bär oder was ist das? Das ist ein Wildschwein. Es ist ein Wildschwein. Es ist ein Wildschwein. So, da kommt es näher. Könnte man bitte von hier aus da noch drauf feuern? Ist das noch drin oder? So, jetzt. Jawohl. Und da ist es munchig. Dankeschön. Und wir haben hier... Du kriegst hier anscheinend nichts mehr, wenn wir dich jetzt hier hintersetzen. Ja, zwei mit Falle und zwei mit Reh. Also das ist schon in Ordnung. So. Hierhin. Ja, es mangelt an Arbeitern. Ja. Das liegt daran, dass es an Häusern mangelt und das liegt daran, dass es an Arbeitern mangelt. Bedeutet, wir müssen mal kurz hier hin und dann sehen wir, können wir bitte, genau, wir haben hier nur noch einen, ach, ganz toll. Hm. Also auch in den Arbeitercamps, hoppala, hier, wir machen das mal auf 10. Ich glaube, das ist, ja, hau die mal raus, da, es fehlen uns natürlich Gießer, es fehlen uns Stapelplätze, es fehlt... Eigentlich fehlt es generell an Arbeitern. Da war jetzt noch einer da. Der ist weg. Oh, Ressourcen auf Lager. Mensch, guck mal, da ist es. Da oben muss man einfach nur reingehen. Dann hat man hier seine 85 Talg. Da, wir gehen mal da zu dir hin. Oh, da kommen wir direkt aufs Handelszentrum. Das ist sehr schön. Trader 1. Trader 1 möchte uns das verkaufen. Wir wollen es nicht haben. Die will er uns auch verkaufen. Da sind nur noch zwei Stück da. Da würde ich tatsächlich zuschlagen. Wie viele nehmen wir? Ich würde sagen, wir nehmen 12 Stück. Das sind drei Riesen. Das können wir hier kaufen und weiter. Hier Medizin will er uns will er kaufen. Kriegen wir aber nicht. Machen wir diesen hier. Dann machen wir diesen hier. Dann lassen wir weiterlaufen. Unterkünfte versorgt. Nahrungsverderb. Ja, der ist nicht ohne. Kleidungsverschleiß ist auch nicht ohne. Hier. Backstein-Rübenkeller. Okay.
Also der Talg wird im Sommer mehr, weil da natürlich mehr Leute arbeiten. Cholera, toll. Ganz toll. Kinder, das ist nicht schön. Da wäre die Gießerei. Sind da Leute überhaupt drin? Da sind gar keine Leute drin. Wir können hier mal zwei raus tun und die sind dann hier nicht automatisch drin. Nein. Hallo? So, dann sind die da drin, dann können die da. Damit du uns nicht die ganze Zeit belästigst, machen wir dich mal weg. Und dann hoffen wir, dass hier unten... Ich würde das gerne priorisieren. Ist das bitte möglich? Es ist priorisiert, aber ich weiß nicht, ob es was hilft. Das ist so eher, glaube ich, das Hauptproblem. Wie sieht's denn hier aus? Da ist ein Arbeitercamp, da sind zwei drin. Ich glaube, im hintersten Arbeitercamp sind vier drin. Aber wir haben hier keins gebaut, weil, keine Ahnung. Apropos Händler. So, da ist doch gerade irgendwo einer, oder? Hier. Richtig, der möchte Holz kaufen. Ich möchte aber kein Holz verkaufen. Ich möchte Holz einkaufen. Aber das kann ich bei dem nicht. Schade. Okay, dann weg damit. Ich glaube, da war auch gerade keiner. Da ist ein neuer Händler eingetroffen. Du nicht. Du vielleicht möchtest du Holz verkaufen. Du möchtest auch kein Holz verkaufen. Du möchtest Backsteine verkaufen. Backsteine verkaufen klingt interessant. Aber was möchtest du haben? Was, die haben jetzt schon 14, wir haben ja schon ein paar, ne? Ja, wir könnten mal hier, zack, hau da mal. Oh, annehmen auf alle Fälle. Nee, nicht so viel. Nein, ja. Bestätigen, dann könnt ihr da mal vier Stück reinschleppen. Weizen sieht auch gerade nicht so knusprig aus, aber das ist auch nicht so wild. Ja, das kommt dann schon wieder. Hier sind die vier schon drin. Ah, die vier sind schon drin, das ist gut. Zack. Die vier Stück, die machen wir zu Geld. Richtig, da haben wir das, da haben wir das. Das würde in beide Richtungen gehen. Vielleicht mal so. Kaufen wir hier so 30 Stück. Ne? Hallo? Jetzt ist er weg. Ach, verdammte Axt. Hier. Kauf da mal 30. Ja, dann. Ja, ich dann mach so. 30 Plünderer gesichtet. Verdammte Axt. Wo? Oh, natürlich hier oben. Schnell runter zum... Schnell runter hierhin. Zack, draufgehauen. Hier rüber. Das ist jetzt extrem kacke, dass das gerade nicht, ne? Hier. Ja, mach das. Ist okay. Ah, Dorfbewohner angegriffen. Nein, Gebäude zerstört. Nein. Hey, das ist dieses... Ja, ich muss das jetzt aber darüber in die Ecke setzen. Das ist mal richtig nervig. Also richtig, richtig nervig. So, Jungs, hierhin. Okay, nicht hierhin, sondern... Hierhin. Wo sind unsere Jungs denn? Da kommen sie. Hier. Markierung verschieben. Hierhin. Hacken uns die unsere Dorfbewohner schon wieder klein. Jawohl, da. Habt ihr gesehen, da wird... Da gibt's richtig. Da schaut man, die sind richtig gut ausgerüstet. Ja. Die sind richtig gut ausgerüstet, unsere Jungs. Jawohl, klatscht die. Nein!
Ja, das waren 40 Leute. Wir sind gerade mit 6 dagegen gelaufen, ne? Nur so nebenbei. Ja, nur so nebenbei. Hier zurück zur Kaserne. Alter, haben uns die da schon wieder die Leute weggeknackt, ne? Das ist ja assi. Ja, wir haben natürlich keinen Fahrer. Weil wir natürlich keine Leute haben. 3 neue geboren, Dorfbewohner. Wie sieht es hier unten aus? Wurde da jetzt endlich, ja, da wurden jetzt endlich mal Häuser gebaut. Ich werd ja bekloppt. Und natürlich sind auch da gleich die ganzen Kranken. Natürlich. Apropos die Kranken. Wie sieht es denn mit unserem Haus aus? Großes Haus, Baustelle da, oder? Yeah, Krankenhaus. Schaut euch das an. Können wir da? Ja, da können wir sogar einen zweiten mit reinhocken. Geil. Das Dorf wurde geplündert. Zack, Pause. Also, Umfang des Raubzugs. 15 Plünderer. Davon haben wir 9 über... Ja, nichts geplündert hier. Ne? Am Bobbes College. Hier dürft ihr raus. 2 Dorfbewohner geheilt. 4 Dorfbewohner geheilt. So muss das. Ja. Dann können die Leute wieder... Ja, fast keine Bretter, fast keine Steine. Ich hab's verstanden, Spiel. Ja, ich hab zu wenig Leute. Du kannst mir das jetzt auch noch 15 Mal unter die Nase reiben. Davon werden es auch nicht mehr. Apropos, davon werden es auch nicht mehr. Geh mal hier hin. Wir haben da 5 Arbeiter. Das ist gut, denn wenn wir 5 Arbeiter haben, können wir natürlich... So, Dorf wurde geplündert. Gleich nochmal so 30 Leute, 19 umgebracht. Ein Dorfbewohner getötet. Ein Dorf. Mein Gott. Dödel. Ein Standort des Gebäudes verschieben. Bitte hier hin. So, was zeigst du uns? Du zeigst uns hier. Oh, schaut mal, der hat da eine Dode drin liegen. Das ist Netschi. Können wir hier überhaupt? Nein, doch, jetzt. Hier können wir. Eskortiert einen verwundeten Dorfbewohner. Okay. So ist es, so nennt man das also, wenn man, ne? Ach, wir haben ja hier ein Arbeiterlager, verdammte Axt. Ja, dann bitte keine Steine mehr, sondern hier. Nö, hier. Du gehst mal hier, zack, Raubtier gesichtet. Wo kommen sie jetzt? Jetzt kommen sie natürlich da hinten. Könntest du bitte mal um dein Leben rennen? Das wäre so unglaublich phänomenal. Lauf, Mann! Ja, und da haben wir jetzt natürlich das Problem, wenn die Toten nicht abgeholt werden, dann, ne? Ja. Dann haben wir hier natürlich ein richtiges Rattenproblem. Das sieht man da dann auch. Da ist auch nochmal ein Böhr. Was haben wir hier noch? Leute? Nicht wirklich. Wo ist dieser Jäger? Was macht die in der City? Was macht die da in der Stadt? Ich check's nicht. Okay, pass auf, wir machen das anders. Hierhin, dann haben wir, hier sind wir schon, oder? Ja, wir waren schon auf Lager. Lagerhaus Rübenkeller. Das Lagerhaus Rübenkeller. Das machen wir jetzt mal dahin. In der Hoffnung, dass das dann einigermaßen funzt. Wie sieht's hier aus? 81% Fruchtbarkeit, gerade wieder sinkend, weil, ne, wissen wir, alles in Ordnung. Apropos Fruchtbarkeit, ah, hier oben wird ordentlich. Hier unten wird auch wieder ein bisschen. Das ist sehr schön. Dorfbewohner an Krankheit gestorben. Das ist weniger schön. Hier können wir schon wieder misten. So, ich würde sagen, hier einmal auf den 28er und hier bitte einmal auf den 25er. Dann kann man die Felder. Und bei dir würde ich tatsächlich sagen, du brauchst nur Ressourcen und bringst nichts mehr. Das ist natürlich auch nicht schön. Und dann kann man mal... Eieiei. Wenn wir jetzt hier hingehen, ist das wertvoll? Ich glaube, das ist ein...
Komm, schieb ihn rüber. Danke. Ich weiß nicht warum. Es ist. So, ich bin dafür, wir reißen das weg. Ja, wir reißen das jetzt weg. Gott, war das dämlich, aber unwichtig. Lass mal gucken. Hier Annehmlichkeiten. Zack, Apotheke. Eine ganz kleine Apotheke. So, was hilft mir das? Hilft das? Macht das hier irgendwen glücklicher? Nein. Dann die Apotheke dahin, wo sie am meisten Sinn macht. Neben den Friedhof. Ne? Also Apotheke zum Friedhof, könnte man sagen. Da kann man einfach wieder jetzt jemanden reinsetzen. So viele Leute haben wir tatsächlich dann schon wieder. Wie sieht's hier draußen aus mit Ebenen und Plätten? Ich habe keine Ahnung, deshalb nehmen wir mal den. Die sind eigentlich alle angewählt. Da macht nur keiner mehr was, weil nicht nötig. Haben wir die Jungs schon wieder zurück in die Kaserne? Haben wir auch. Sehr schön. Da, die kommen jetzt bis hier vor. Wunderbar. Ja, er auch eigentlich hervorragend. Sehr schön. Sehr schön. Dorfbewohner an Influenza erkrankt. Ich habe letztes Mal schon gesagt, die schlimmste Krankheit, die du haben kannst, ist Influenza. Ganz, ganz schlimm. Okay. Ganz ehrlich, wo ist die Kuh? Was macht diese Kuh? Wir verfolgen sie mal. Stopp. Können wir dich nicht sogar irgendwie verfolgen? Gibt's da nicht? Nein, wir können die Kuh nicht verfolgen. Dorfbewohner können wir verfolgen. Kühe leider nicht. Wo will diese Kuh hin? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo diese Kuh hin möchte. Sie wird wissen, wo sie hin will. Ich leider nicht. Aber was muss hier gemacht werden? Okay, das wollen wir haben. Bitte priorisiere diesen Bau. Ich glaube, er ist wichtig. Wie geht es unserem Dorfzentrum? Gesamtzufriedenheit, Kleidung und Luxus. Ja, richtig. Es fehlt an Holz. Es fehlt am Holze und es fehlt an... Boah, hier auch nicht genug Nahrung drin, oder? Nope. Eieieiei, wobei, schau mal hier, da ist... Hier ist noch ein bisschen Talg drin, da ist noch ein bisschen Talg drin. Da, die haben 1000 Fleisch haben die gemacht, letztes Jahr. Hm. Ich glaube, da kommen unsere Jäger lange nicht mehr mit. So, was ist hier? Bist du das? Du bist das. Kann da einer rein? Da kann einer rein. Da ist einer drin? Jawohl. Hervorragend. Wir haben momentan auch keine Kranken. So. Ich weiß auch nicht, warum die Toten hier nicht geholt werden. Verstehe es tatsächlich nicht. Wie sieht's denn hier aus? Ich glaube nicht, dass es am Friedhof liegt. Am Friedhof arbeitet natürlich auch niemand, weil, hey. So. Den Schrein kann man tatsächlich verbessern, wenn man genug Steine und Metall hat. Schaut euch das an. 5 neue Nutztiere, 2 neue Dorfbewohner. Im Jahr 48 sind wir schon. Ja, da muss er sich wieder ordentlich hinhocken. Im Jahr 48 sind wir schon. Mensch, unser Friedhof wurde im Jahr 3 gebaut. Ja, da leben wahrscheinlich Leute, die können sich nicht dran erinnern, als der Friedhof gebaut wurde. Also jetzt abgesehen von den Zugewanderten natürlich, ja, die das ja auch nicht können. Ich würde übrigens gerne, komm mal hierher, Wohnraum. Hier Wohnraumhütte. Einmal hierhin, dann Wohnraumhütte, einmal hierhin. Und dann versuchen wir das Ganze mit einem... Wo ist er? Da ist er mit einem Markt. Versuchen wir das Ganze dann hübsch zu verpacken. Wir packen den Markt nicht hierhin, denn das wäre unglaublich doof. Wobei, wäre das so unglaublich doof? Ich weiß es nicht. Wir packen den Markt jetzt einfach mal dahin und dann gucken wir mal, hier gibt es ja diese Ressourcen, da muss dann der Brunnen dabei sein, jawohl, da gibt es
2. Ja, das hat sich mal richtig gelohnt. So, dann packen wir da den Brunnen hin. Dann gehen wir hier runter. Da haben sich doch Händler angemeldet und gesagt, Mensch, guck mal, was wir hier alles Tolles für dich haben. Und ihr habt für mich tatsächlich... Okay. Ihr habt nichts für mich. Aber was wir jetzt natürlich langsam gucken können, ich habe gerade gesehen, wie viel Bier wir haben. Verteidigung, Dekoration, hier. Da ist die Kneipe. Und die Kneipe ist klein, was mir natürlich sehr zugute kommt. Ja, wir können die, können wir die hier hinbauen, wir könnten die aber auch hier unten hinbauen. So. Ich würde sagen, wir bauen da eine hin. Und wir bauen da oben neben die Apotheke, bauen wir noch eine Kneipe. Ja, da gibt es dann den medizinischen Alkohol. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ja, da wird nicht so viel gesoffen. Da wird das einfach nur medizinischer Alkohol, der dann da oben ausgeschenkt wird. Und hier könnten wir theoretisch auch noch eine hinmachen. Aber da warten wir jetzt erst. Ne? Da warten wir jetzt erstmal ein bisschen. Gucken mal, was gibt hier. Die wollen Holz kaufen. Möchtest du Holz verkaufen? Du möchtest kein Holz verkaufen. Das ist sehr schade. Was möchtest du noch kaufen? Alter Schwede, ja. Holz ist hier bei uns tatsächlich gerade eine echte Mangelware. Warum? Ja. Können hier mal alle gemeinsam bitte auf dieses Wildschwein draufhauen. Echt. Kann man die Wildsau da bitte mal platt machen? Dankeschön. Hat uns der tatsächlich einen Dorfbewohner umgebracht. Mensch. Menschenskinder. So, wir haben 3 Trader da. Wir gehen mal auf den 3. Was hast du für uns? Du hättest wieder Lehm für uns. Das ist in Ordnung. Den kaufen wir auch komplett, was du da dabei hast. Oh, hier könnte man, ne? Hier könnte man mal richtig. Ich würde sagen, hier so. Ah, hier ist schon wieder die falsche, ne? Hier unten. Zack, so hin. Richtig. Und hier oben, das ist mit den Klamotten. Das haut auch irgendwie so gar nicht hin. Es fehlt einfach am Flachs. Kein Flachs, es fehlt am Flachs. So, wie sieht's denn hier aus? Wie sieht's hier aus? Hier sieht's okay aus. Können wir dich mal bitte... Hallo? Können wir die mal... Das... Können wir schon mal nicht. Da könnte man. Hä? Da sind doch Felder. Ist mir jetzt egal, ich schicke die jetzt dahin. Anyway. So. Und dann geht's weiter. Dann wollen wir das hier. Diese gesamte Plantage würde ich ja gerne verschieben. Ich glaube zwar nicht, dass das dann mit den Bäumen geht. So. 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 So geht's. So können wir die hinstellen. Das machen wir. Dann gehen wir hier hin. Dann gehen wir auf Nahrungsproduktion. Wo ist die verdammte Plantage? Da ist die verdammte Obstplantage. Wir drehen sie einmal. Bis dahin geht's. Und dann packen wir die auch einmal da rein. So, dann haben wir da 2 Stück. Ich hoffe, dass ich die jetzt einigermaßen so gemacht habe, wie es soll. Hier haben wir Fraß von Wildtieren. Verdammt. Okay, das ist also dann das Problem, wenn man das so macht. Ich verstehe hierher Weidenumstellung. Stell deine Weide...
pack deine Weide hier hin. Da ist mehr als genug, was die Kühe fressen können. Bitte pack die da hin. Hier wird nichts gemacht, weil wir einfach kein Holz, kein Stein, keine Bretter, nichts haben. So, hier fehlt auch noch ein Stein. Ein Stein. Dieser Stein fehlt für den Rübenkeller. Hier ist ein Arbeitercamp. Hier ist das. Was ist hier? Hier ist ein Jagdhaus. Okay, also war das das Arbeitercamp, was wir gebaut haben. Hervorragend. Können wir. Okay. Macht das Sinn? Das macht irgendwie keinen Sinn. Komm mal hierher. Komm mal hierher, reiß mal das weg. Danke. So, wie sieht es da drüben aus beim Arbeitercamp? Da fallen uns langsam die temporären Unterkünfte zusammen, weil da halt keiner... Okay, dann haben wir das. Dann kommst du mal hierher. Und dann befreist du mal dieses Gebiet. Bitte von Bäumen. Denn das ist ja momentan unser Hauptproblem. Dass wir kein Holz haben. Hier brauchen wir noch 40 Arbeit. Hau doch mal ordentlich drauf da. Bitte, bitte. Können wir da vielleicht noch einen können wir doch bestimmt noch schneller, oder? Hier, mal hier priorisiert. Wir hauen uns mal an der Ruhe. Ja, weil wir halt auch keine... Ne? Weil wir halt auch unsere Seifenproduktion momentan nicht so weit hochfahren können, wie wir gerne würden. Verteidigungsanlagen, nein, Nahrung, nein, Ressource. So, wo ist die Seifensiederei? Wo warst du, Seifensieder? Leim wurde früher übrigens auch gekocht, ne? Damit ihr nicht sagen könnt, ihr werdet hier dümmer als ihr, ne? Ja, man hat früher übrigens auch Leim gekocht. Das war dann der Leimsieder. In der Gegend, wo ich herkomme, da sagt man dann Lormsieder. Und nachdem das ein sehr langwieriger Prozess war, der relativ lange gedauert hat, nennt man so heute tatsächlich noch langweilige Menschen. Oder lang, also ihr wisst schon. Nicht langsam im Sinne von, schau mal, der kommt nicht mit, sondern... Ne? So Schleicher halt, ne? Ey, schau mal, da sind Ratten drin. Kann irgendjemand die Ratten mal töten? Danke. Bestmöglich derjenige, der dafür verantwortlich ist oder zuständig ist. Und ah, okay, das geht nicht mehr. Dann haben wir jetzt keine Arbeiter mehr. Okay, wir müssen also gucken, dass wir mehr Arbeiter bekommen. Schon wieder, erneut, immer noch. Aber das werden wir schaffen, was durch Frost verloren, welche? Natürlich, natürlich, was denn auch sonst? Aber schaut mal, hier wird schon wieder leicht grün. Ja, das ist ja schon mal was, das ist doch ganz in Ordnung, das kann man, ne? Hier... Warum haben wir hier Wildtierfraß? Ich meine, das waren ja keine Wildtiere. Ja, ich habe da unsere, ne? Wisst ihr, wie Schmähne, ne? Haben wir ja da. Komm mal hier, ne? Hier beide. Und wenn wir den jetzt so da rein bibbeln. Wir machen das mal so. So, bevor schneender Schneesturm und dann, ja, absolut hervorragend. Ja. Ah, da habe ich die Wechselstaben verbucht, das tut mir sehr leid. Das kommt gelegentlich mal vor. Aber meine Lieben, ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen, was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, hoffentlich. Vergesst nicht zu bewerten. Schreibt auch gerne mal einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal und ciao.